Reisender. Das ist eine wirklich raue Gegend. Diese Stadt hat Schwierigkeiten. Wir haben hier so viele Probleme. Fliegende Händler, es macht mich verrückt. Das ist unlauterer Wettbewerb, jawohl. Ich hatte ein Monopol auf Medizin, die in Amahara verkauft wurde. Und nun... Was für eine Medizin? Was für eine Medizin? Was gibt's hier? Noch zu. Ah, hier mal Lena auch zu. Also auch Öffnungszeiten. Okay. Wollt ihr wissen? Was ist das hier für ein Ort? Ein Badehaus. Gehen wir mal rein und gucken, was das ist, ne? Entschuldigung, bitte komm zur anderen Tür herein. Aha. Ist das der Ausgang? Die Verbrecher machen in der Stadt, was sie wollen. Es war nicht so schlimm, als der Boss der Gang noch am Leben war. Ah, also auch mal ein bisschen in der Selbstfindungsphase, wie es aussieht. Willkommen im Badehaus. Wie wäre es mit einem Bad? Du kannst 300 Mann. Nein, danke. Also wenn man... Wenn ich verstanden habe, wenn man müde ist... Das klingt also, dass die Energiepunkte vielleicht regeneriert werden, wenn man hier hingehen würde. Ohne dann mal halt die ganzen Zeiten verschläft vielleicht. Naja, wir müssen Geld mal finden, ne? Das ist natürlich wichtig, mal Geld zu finden. Green Gold Gosser. Was ist für einer? Stadtbewohner. Hast du von dem Magistrat namens Nakamura gehört? Nee. Man sagt, dass er viel Zeit mit dem Schreiben von Gedichten verbringt. Oh, Poesie. Ja, konnte ich auch mal Gedichte, so Gedichte schreiben. Naja, schreiben prima waren so eine Art Liebesgedichte. Konnte ich mal. Habe ich irgendwann aufgegeben für jemanden, aber naja. Habe ich das nicht mehr gemacht. Krieger, kennst du die Qualität eines Schwertes? Du kannst es jedem Schwert ansehen. Jedes hat eine andere Qualität. Je höher die Qualität, desto schärfer ist das Schwert. Und Schwerter hoher Qualität profitieren besonders vom Schmied. Natürlich. Die Qualität des Schwertes steigt, wenn es beim Schmied war. Also kann man sagen, je mehr man es verbessert, desto schärfer wird es. Los. Jetzt, wo du das weißt, solltest du zum Schmied gehen. Aber Geld dafür haben. Mhm. Es mag mir nicht zustehen, das zu sagen, aber Kuro H. ist ein großer Mann. Oh. Ich will mein letztes Hemd für ihn geben. Wer ist denn das? Oh ja, KI in Perfektion. Riecht recht ungewöhnlich für einen Magistrat, findest du nicht? Ja. Kämpfen, kämpfen und nochmals kämpfen. Das ist alles. Tag ein, Tag aus. Wie konnte sich das schöne Amahara nur in eine solche Stadt verwandeln? Das weiß ich nicht. Was immer, mit ihm hier. Ich riskiere mein Leben dadurch, dass ich hier bin. So wie es momentan ist. Vor kurzem wurde einer meiner Freunde angegriffen und getötet. Das Beste an einer solchen Situation ist wegzulaufen. Na, ich hab's nicht, ich war's nicht. Ah, hier ist der Schmied. Hallo. Lunda. Ha? Wer bist du? Ich bin der Schmied hier. Heißt du Dojima? Dojima? Ist das der Dojima? Ich kann deine Waffen reparieren und verbessern. Du musst das. Wolltest du was Bestimmtes? Nichts. Komm bald wieder. Also hier haben wir ein Schwertschmied, der Dojima heißt. Könnte vielleicht tatsächlich ein Bezug sein. Ich weiß nicht so genau, ob das ein Bezug ist. Oder nicht. Aber was ist das hier? Ich reise auf der Suche nach köstlichen Früchten durch das Land. Aha. Aber ich sehe dich immer hier rumlaufen. So, mal gucken. Da waren wir noch nicht. Dann eher in der Ecke. Okay.
Wir mal hier hin, gucken, was hier so ist. Okay, hier ist nichts. Hier kommen wir mal rein, aber. Nee, doch nicht. Na, gucken, was mit der da, was mit der da ist. Oh, hallo Samurai. Du siehst nicht gut aus. Eigentlich ist mein Vater krank. Er hat eine sehr ernste Krankheit und muss das Bett hüten. Wenn er nur einen Reisball essen könnte, würde er sich schon besser fühlen. Das ist ein Leibgericht. Aber wir haben nicht genug davon. Wir haben nicht genug Geld, um etwas davon zu kaufen. Ich habe auch kein Geld, du. Ich habe auch kein Geld. Ich bin auch ein armer Schlucker. Na, das ist ja auch ein Bezug zu. Das ist ja ein Bezug zum ersten Teil, ja? Diese Statue. Das ist mir diese Selbststatue, die ja die bei Suso seiner Zeit im Restaurant da war, im Amaguri. Aber hier laufen ja schon mehr Leute. Da laufen ja schon mehr Leute rum als irgendwie. Hier laufen ja schon mehr Leute rum als im ganzen ersten Teil, ne? Vor allem viele Leute. Wo kommst du denn her? Recht ungewöhnlich für einen Magistrat, findest du nicht? Warum redest du überhaupt? Was ist ungewöhnlich für einen Magistrat? Das will ich mal gerne wissen. Ich weiß es mir nicht. Aber das weiß ich schon. Oh, was ist jetzt wieder los hier? Ja, ganz rund läuft das Spiel nicht, ne? Und mal gucken, ja, eine Einstellung beim nächsten Mal. Ja, es ist nicht so, dass es unspielbar wäre, aber. Mal, es ruckelt ein bisschen zu heftig teilweise. Aber es war halt August am Abend. Ja, ein bisschen Zeit. Also, ja, mal, das. Rund mal das Straße, wollen wir nicht hin. Gehen wir nach Kakinumasho. Aber die Stadttour fast 2 Tage brauchen wir dafür. So groß ist das hier, die Welt. Hallo. Ich habe dich gefunden. Die Wahrheit ist, ich habe ein Auge auf Kyojiro geworfen. Erzähl es niemandem. Okay, erzähl es niemandem. Was ist hier los? Ja, er feuert ihn an. Boah. Vielleicht können wir ja irgendwie ein Schwert irgendwie ergreifen. Deswegen bleibe ich mal hier und guck mal. Und guck mal zu, vielleicht kriegen wir ein Schwert irgendwie. Gerade das Schwert. Ja. Also macht so den Dach kaputt hier. Ah! Warte! Ah, er ist so besiegt und hat die Flucht ergriffen. Kann auch kaputt machen. Ah, aber ist was drin? Nee, leider nicht. Keine Yen? Nee, Mon heißt es hier. Heißt ja hier Mon, nicht mehr Yen. Yen gibt es doch noch gar nicht. Lass uns sagen, vielleicht ist das wirklich vor der Einführung des Yens. Kann doch so sein. Kenne ich mich nicht so gut mit aus, mit irgendwelchen Währungen aus Japan. Stadtbewohner. Diese Autogang-Gangster wollen immer, dass ich mich ihnen anschließe. Ich habe niemals ein Schwert benutzt. Willst du mal eine Hacke? Naja, man lernt das schon. Musst du in Dojo gehen und dann. Teehaus. Ja. Ah, machen wir Scherze hier miteinander. In der Zeit sind viele seltsame Aussetzer an Amahara gekommen. Wir müssen bei ihresgleichen hart durchgreifen. Oh, dann noch so ein Mönch. In. Domo. Zu viel Gier führt dazu, dass man vom rechten Weg abkommt. Lass dich nicht von der physischen Welt ablenken. Wenn du das sagst. Ey, da ist nichts drin. Da ist nichts drin, das ist ja wirklich. Magistrat. Der Oberste wird lange alt. So. Wenn der Oberste stirbt, wer wird dann den Frieden in Amahara bewahren? Das musst du machen. Ich?
Wer weiß. Non? Ich? Warum nicht? Was ist da gegen einzuwenden? Ajo. Hallo? Dies ist Kaki Nummer Show. Willst du etwas Bestimmtes im Restaurant? Dieses Restaurant ist zu schick für uns Stadtbewohner. Aha. Ja, aber auch bestimmt, ich bin eh ein armer Schlucker. Hab eh kein Geld, um irgendwo hinzugehen. Die muss man Geld verdienen. Auftragsermittler, klingt so, als könnte man damit Geld verdienen. Wo finde ich den? Kakina. Nee, Kaki Nummer Show beenden. Armer Kase Show. Was ist los? Halt, nein, nicht hinterherlaufen. Textilien hier gibt es hier. Kann man Kleidung kaufen? Mädchen. Ich werde mich mit meinem Freund treffen. Oh, das ist ja schön. Wir sind Diener und so beschäftigt, dass wir uns nur einmal im Monat sehen. Ach du meine Güte. Das ist ja eine schwere Beziehung, glaube ich. Und das ohne. Und ab und zu so mit dem Briefkontakt. Mein E-Mail und so gab's noch nicht. Fernbeziehungen damals war deutlich schwieriger. Textilien. Gut, diese Anne. Was hast du an einem Ort wie diesem zu suchen, Samurai? Ich schätze, du bist nach Amakase Show gekommen, um dich zu amüsieren. Oh, er ist ganz süß und rot. Jemand sind so süß. Ich bin stolz auf Amahara. Ich bin Magistrat, weil ich es beschützen will. Oh. Darum lasse ich auch nicht zu, dass dieser Abschaum an die Macht kommt. Namenlose. Willst du etwas? Nö, sag mal, klar, nein. Im General Store? Sprich mich nicht an, du widerlicher Samurai. Oh. Das haben viele dieser hochnäsigen Samurais mal gesagt. Hi. Aber die Zeit für solchen Unsinn ist vorüber. Wir sollten zusammenarbeiten. Ja. Du was sagst? Juwelen? Fancy Good Store? Wie ist das noch nicht übersetzt eigentlich? Das ist ein bisschen seltsam, ne? Wie ist das noch nicht übersetzt? Magistrat, mit der Zeit wirst du verstehen, wie großartig Amahara ist. Du sagst, Moment, wer bist du? Willst du etwas von mir? Von dem berühmten Miyamoto Kojiro? Nie von dir gehört. Was? Du kennst mich nicht? Bist du vom Land oder was? Ich bin aus der Zukunft. Aus dem Jahr 2015. Aber ich glaube nicht, dass man ihnen das erzählen könnte, ne? Ich entdecke gern neue Schwertechniken. Anscheinend findet man sie leichter, wenn man einen Gegner niederzwingt. Kann sein, ja. Auch die Erfahrung gemacht. Kurtisane. Man sagt, nichts sei so unwahrscheinlich wie eine ehrliche Kurtisane. Ist das nicht schrecklich? Kann sein, weiß ich nicht. Amakase innen? Auftragsvermittler, was soll ich bloß tun? Oh, hallo Samurai. Ich bin der Auftragsvermittler dieser Stadt. Entschuldigung, ist es das erste Mal, dass Sie hier arbeiten? Ja, das ist das erste Mal. Lassen Sie mich etwas über das Arbeiten hier erzählen. Das erste wären ihre Arbeitgeber. Es gibt viele Leute in Amahara, die jemanden wie sie benötigen. Leute wie ich sammeln die Anfragen und suchen die passenden Leute dafür. Wie ich schon sagte, ich bin der Auftragsvermittler der Stadt. Ich kenne die Probleme der Leute und suche dafür den passenden Samurai. Sie löst das Problem und werden dafür bezahlt. Bezahlung klingt gut. Es gibt Leute wie mich im Büro des Magistrats und in der Auto-Gang. Aber ich denke, dass ein starker Samurai wie Sie den Arm helfen sollte. Denken Sie daran, gehen Sie in der Amakase-Show, wenn Sie Arbeit suchen.
Das nächste ist, Sie machen den Auftrag, bis Sie bezahlt werden. Selbst wenn der Auftrag erledigt ist, können Sie sich nicht entspannen. Manchmal bezahle ich Sie und manchmal nicht. Wie manchmal nicht? Was soll das denn heißen? Er bezahlt mich nicht immer? Aber denken Sie daran, der Auftrag ist erst erledigt, wenn Sie bezahlt wurden. Als nächstes kommt das Allerwichtigste. Beenden Sie den Auftrag, bevor die Zeit abgelaufen ist. Die Aufträge, die wir Ihnen geben, sind sehr zeitabhängig. Wenn Sie zu lange warten, können böse Dinge geschehen. Also sehen Sie zu, dass Sie die Aufträge in der gegebenen Zeit erledigen. Das ist eine eiserne Regel. Ich werde Sie nicht bezahlen, wenn Sie die Zeit überschritten haben. Denken Sie mal daran. So, sollen wir die Richtlinien einmal durchgehen? In Amakasu arbeiten. Oh. Auftrag bis zur Bezahlung. Oh. Auftrag in Zeit erledigen. Oh. Okay, noch eine letzte Sache. Es ist etwas Wichtiges. Kommen Sie bei einem Auftrag durcheinander, rufen Sie den Status. Sie können jederzeit wiederkommen, wenn Sie einen Auftrag wollen. Ich zähle auf Sie. Ja, da wir schon mitten am Tag, dabei sind. Stelle Angriffe, die den Feind keine Chance zum Gegenangriff lassen. Wenn du neue Kombos lernen willst, solltest du bestimmt Angriffe immer wieder wiederholen. Verstehe. Oh. Ja, wie gesagt, ich muss auch mal überprüfen, was da los ist. Ja. Willkommen im Gasthaus Amakasa. Hehe, wir haben ein paar nette Damen hier. Warum bleiben Sie nicht und ruhen Sie ein Weilchen aus? Das kostet 400 Mon. Ich habe was zu tun, ich habe auch kein Geld. Ja, ja. Ach ja, das ist schade. Kommen Sie bitte wieder, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Und wenn Sie Geld haben. Okay, viel Zeug machen mit dem ganzen Geld. Man muss aber Geld auch verdienen, das ist halt das Problem, ne? Oh, der Tag ist nämlich fast vorbei. Das war der Tagabschnitt. Den können wir mal hier langsam mal